Und weiter geht's. Ja, schön, wenn das Telefon klingelt. Herrlich, herrlich, herrlich. So, dich wollte ich ein bisschen umbauen, genau. Natürlich die 1-Million-Euro-Frage, wie mache ich das? Ich habe nämlich noch überhaupt keine Idee. Beziehungsweise Idee schon, aber, na, ob es sich so umsetzen lässt, fragwürdig. Flutlicht, Plasmaschneider, Basisblöcke. Naja, kaufen wir mal den. Playtech 3. Wow. Wie benennen wir den denn? Baufahrzeug. Speichern. So. Muss hier oben rauf. Wie kann ich da jetzt durchswitchen? Glaub mal die Option geschaut, wa? Ich nehme euch da einfach mal mit hin. Aber den Blick aufheben, Kamera, alle Waffen, Booster, Screenshots, vorwärts, rückwärts. Mehr gibt's nicht? Okay. Gut, ja. Was mache ich denn jetzt am dümmsten mit dir? Wenn ich meine Kabine hier wieder rausnehme? Drücke B, um dich selbst aufzuheben. Also eine Fahrerkabine ist ja vorhanden. Das heißt, theoretisch müsste ich ja irgendwie. Tab? Nö. QERT? Nö. Ich drücke einfach mal alle Tasten durch. Okay. Mal gucken. Gleich macht's Pumm und ich bin kaputt. Nein, 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 bloß nicht kaputt machen. Ich hoffe, wie auch immer das funktioniert. Doppelklick! Ha! Mensch! Und jetzt passiert mir original gar nichts. Nicht ganz so geplant. Aber okay. Dann kann der hier erstmal an der Seite mit ran. Dann wollen wir mal gucken, dass wir hier mal ein bisschen Mining betreiben. Einen dritten müsste ich auch noch haben. Einen habe ich jetzt erledigt, genau. Okay. Ich dich jetzt Baumodus setze. Aha. Okay. Ja, so langsam, aber sicher kommt man dann Stück für Stück dahinter. Soll ich ja trotzdem noch ein wenig. Ah, jetzt funktioniert das. Schmeiß ich natürlich. Gehst du da wohl wieder ran? Kann ich noch so einen komischen Block von dem kaufen? Natürlich nicht. Das bedeutet, ich muss irgendetwas verkaufen. Wie viel bringst du mir? Den wollte ich ganz gerne aufheben. Das heißt, wie viel bringt mir eine Waffe? So viele brauche ich davon jetzt eh nicht. 23. Na gut. Dann fräse ich mich jetzt hier einfach mal ganz frech durch den Wald. Und verkauf den ganzen Schotter doch einfach mal.
In der Hoffnung, dass da ein bisschen was hängen bleibt. Habe hier. Warte mal, du kannst erstmal da hinten ran. Das ist das Ganze schon mal ein bisschen ausgeglichen, ne? Weil das ein Block gleich so teuer sein muss, ne? Ich spiele ja mit dem Gedanken. Lohnt sich das? Mache ich das? Ich könnte es ja mal versuchen. Ups. Alla. Kurz erstmal da oben rauf. Ich habe doch hier noch genügend Blöcke frei. Du kommst erstmal nach vorne. Du kommst da weg. Dafür kommst du denn hier oben rauf. Du kommst da weg. Du kommst hier rauf. Und dann können hier nämlich noch Waffen oben rauf. Und ich könnte hier in der Mitte doch eventuell ganz prima die Dinge hier raufpacken. Und kann mich trotzdem noch verteidigen. Doppelklick. Jawohl. So hat er alles verkauft. Sehr schön. Heiße ich hier einfach kurz rein, gleich rückwärts wieder raus und zum Verkaufen. Ist natürlich jetzt die billigste Variante von dem, was ich mache. Aber ich muss ja auch erstmal zusehen, dass ich hier zum Beispiel... Was mal, gibt's das jetzt? Darf ich schon? Das sieht doch schon besser aus. Genau, kann ich mir so einen kaufen? Schrottmagnet. Zang. Hier so lang fahre, passiert da irgendwas? Soll jetzt natürlich kein Schrott hier liegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den hier hinpacke. Jawohl. Gleich was Neues kennengelernt und festgestellt. Sehr schön. Und zip. Gibt er das auch gleich ab? Ach, wie geil ist das denn? Ja, so macht man dann anscheinend ein bisschen Kohle nebenbei. Ich wollte aber von den Traktorpads noch welches haben, beziehungsweise von den Lasern vorne. Die Basisblöcke sind echt verdammt teuer. Und so wie das aussieht, hat der Typ hier genau dasselbe, was ich auch habe. Kriegt ihn an der Seite zerleder? Schlagfertiges Fahrzeug zusammengebaut hat, was man nicht gleich davon kriegt. Zack. So, und direkt zur Station und direkt wieder verkaufen. Ich glaube, ich muss noch ein, zwei Level gut machen. Und dann habe ich das auch bald fertig. So, das heißt, ich fahre hier noch einmal hoch. Zap, 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 zap. Gleich wieder zurück. Ups, kaputte Macht. Oh, gleich hier hin und wieder verkaufen. Ja, so ungefähr sieht das später bei mir auch aus in der Raffinerie. Mit dem kleinen Unterschied, dass ich den ganzen Kram nochmal versuche zu veredeln und hier so ein bisschen rumspiel, da so ein bisschen rumspiel. Na, spiel einfach mal ein bisschen auf den Kopf stellen, um zu gucken, alles klar. Was ist denn jetzt überhaupt machbar und was nicht? So. Ja, liebe Freunde, wie ich sehe, war es das jetzt auch schon wieder. Dann machen wir das ein bisschen anders. Ich versuche erstmal noch ein bisschen Geld zu verdienen. Allerdings setze ich damit in der nächsten Runde fort. Ich verabschiede mich. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch.
Schreibt mir einen Kommentar, was auch immer. Hey, du kannst das gut. Hey, du kannst das scheiße. Wie ihr das wollt. Und dann auf jeden Fall erstmal bis Danny. Tschüss.